Mittelalterliche Burg Hohenrätien. Die Aussicht ist atemberaubend und für Historiker und Archäologen ist die Burg ein regelrechtes Schlaraffenland. Vor rund 10 Jahren kamen hier im Burggarten bedeutende Funde zum Vorschein. Das beste Stück, ein seltenes Taufbecken aus dem 5. Jahrhundert Christus. Während Jahren grub der Kanton im Burggarten nach den Schätzen aus der Vergangenheit. Nun ist die Arbeit abgeschlossen. Zurück bleibt eine große hässliche Baustelle. Die große Streitfrage ist nun, wer bezahlt? Die Schildbürgergeschichte von Birgit Weibel. Der Burgkerl weiß allmählich nicht mehr weiter. Ja, das ist ein grossartiger Kulturschatz, der hier zum Vorschein gekommen ist, der sich bestens einfügt in die ganze Geschichte der Anlage, wo ein Buch öffnet, ein neues Kapitel öffnet, auch für die Bündnergeschichte. Und jetzt ist natürlich eine riesige Belastung, weil wir jetzt krampfhaft Lösungen suchen, wie man das auch wieder erhalten kann. Alte Mauerreste waren es, die der Burgherr vor Jahren ganz zufällig entdeckte. Man rief den archäologischen Dienst des Kantons, der sich seither auf Hohenrätien austobte. Und weil es sich hier nicht wie so oft um eine Notgrabung handelte, hatte man jahrelang Zeit zu graben. Eine wahre Lustgrabung war das. Ja, es ist natürlich eine super Sache, das ist ganz klar. Nur es hat sehr viel Zeit und Leute gebunden. Und nachdem wir eigentlich nur Notgrabungen machen, ist es dann für uns eben auch ein bisschen ein Grenzfall geworden. Man kann eigentlich, wenn man mal angefangen hat zu graben, kann man sehr schlecht aufhören. Etwas ungeschickt nur, dass man sich über all die Jahre kaum Gedanken darüber gemacht hat, was später mit den Ausgrabungen geschehen soll. Als dies dem Burgherrn bewusst wurde, war das Entsetzen groß. Erst jetzt realisierte er, in welchem Ausmaß bei den Ausgrabungen auf seinem Grundstück improvisiert wurde. Ich war erstaunt, dass es möglich ist, dass man an so einem Objekt mit einer Fertigmörtel schafft. Ich weiss, dass man auf jeder anderen Burgstätte in Graubünden, wo restauriert wird, im Voraus Mörtelproben macht. Wir müssen zugeben, wir haben sehr schnell angefangen. Der Herr Jeklin hat das auch gewusst. Weil eben der Zwang da war, wir sollten das Jahr das Zeug noch machen. Der Auftrag der Regierung war klar. Man tut, wozu man gesetzlich verpflichtet ist und hält die Kosten dabei möglichst tief. Wir werden den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Das heisst, das, was möglich ist, zugänglich erhalten und das andere zuschütten. Tatsächlich bleiben archäologische Ausgrabungen am besten erhalten, wenn man sie wieder zuschüttet. In diesem Fall allerdings etwas schwierig, denn die ganze im Moment provisorisch abgedeckte Ausgrabungsstätte liegt steil am Hang. Man müsste sie, damit sie später nicht abrutscht, mit einer Mauer zusätzlich sichern. Ich möchte, wie man sieht, hinter mir der ganzen Grabung entlang eine 40 Meter lange Betonmauer errichten, in etwa mannshoch. Und das würde heißen, dass der ganze Eingang zur Burganlage verschandelt wird. Hinzu kommt, dass von den wertvollen Ausgrabungen kaum mehr etwas zu sehen sein würde, ginge es nach dem Kanton. Die kantonale Lösung kostet etwa 350.000 Franken. Man ist ganz klar, der Kanton kann nicht mehr zahlen, aus ganz gesetzlichen Grundlagen. Weil sonst könnte jeder kommen, der irgendeine Burgruine oder etwas machen will und die Vollkosten verlangen. Die Ausgrabungen auf Hohenrätien und besonders das seltene Taufbecken sind von nationaler Bedeutung. Der Burgherr möchte seine spätantiken Raritäten öffentlich zugänglich machen, nicht zuschütten lassen. Ein Projekt existiert, Kostenpunkt mindestens 1,2 Millionen Franken. Ich verstehe, dass die Kantonsregierung nicht will, unnötig Geld ausgeben. Darum hat sie jetzt eine Minimalvariante ausarbeiten lassen. Aber ich gehe davon aus, dass ein Lösungsvorschlag, der alles kaputt macht, eigentlich auch nicht die Minimalvariante kann sein. Wie es jetzt weitergehen soll auf Hohenrätien, steht in den Sternen. Der Kanton wäre für jedes Projekt zu haben. Für die Mehrkosten müssten allerdings andere aufkommen.